Hallo und herzlich willkommen, liebe Weinfreunde, liebe Kollegen. Heute gehen wir zu unseren nächsten Nachbarn, nämlich in die Pfalz und ins Elsass. Diese beiden Regionen teilen sich nicht nur eine von Menschen gemachte Geschichte. Sie teilen sich vor allem auch eine gemeinsame geologische Vergangenheit. Und so fragen wir uns heute, gibt es sie überhaupt regionale oder gar nationale Unterschiede in Sachen Wein, wenn das Terroir und die Philosophie eines Winzers vergleichbar sind? Wir nähern uns dieser Thematik mit Hilfe des Rieslings, denn wie kaum eine zweite Rebsorte spiegelt er wieder, von welchem Terroir, von welcher Scholle er kommt. Ich freue mich also auf eine sehr interessante Verkostung, aber jetzt zeige ich Ihnen noch ganz kurz, wo wir uns genau aufhalten werden. Im Norden der Pfalz befindet sich die Stadt Laumersheim. Hier ist das Weingut von Philipp Kuhn verortet. Wir folgen dann der Pfälzer Weinstraße etwas Richtung Süden und kommen nach Siebeldingen, die Heimat der Familie Rebholz vom Weingut Ökonomierat Rebholz. Wir bleiben auf der Weinstraße in Richtung Süden unterwegs. Nach der Grenze zu Frankreich ändert sich dann der Name und diese Straße wird zur Route de Vin d'Alsace. Und hier befindet sich die Domaine Barmes-Bücher. Auf Höhe von Colmar, etwas westlich davon, in dem kleinen Dorf Wettholzheim. Auf unserer Tour bewältigen wir so also ungefähr 210 Kilometer. Oder auch anders ausgedrückt, anderthalb Breitengrade. Wettholzheim liegt auf dem 48. Breitengrad und Laumersheim bei 49,5. Dies macht im Prinzip einen Unterschied aus, im Sommer immerhin von 1 bis 2 Grad. Und so ist der Norden der Pfalz einfach etwas kälter als der Süden des Elsass. Beide Regionen profitieren von einem gemäßigten kontinentalen Klima. Sowohl die Vogesen als auch der Pfälzer Wald halten die schlimmsten Einflüsse vom Atlantik ab. Man spricht hier auch vom sogenannten Rain-Shadow-Effekt. Und so genießen diese beiden Landstriche lange warme Sonnenstunden. Aber das bringt mitunter auch etwas mehr Trockenheit mit sich. Und so gehört das Elsass zur niederschlagsärmsten Region Frankreichs überhaupt. Man sieht hier jetzt ein sehr gutes Beispiel der Topografie. Die Bergketten halten die schlimmsten Wettereinflüsse ab. Und derart geschützt finden sich überall an den Hängen Weinberge. Sowohl der Pfalz als auch dem Elsass ist eine Geologie gemein. Beide Regionen wurden maßgeblich durch die Entstehung des Oberrheingrabens geformt. Die Vogesen setzen sich im Norden mit dem Pfälzer Wald fort. Beide Regionen teilen sich dann die weite Ebene bis zum Rhein. Und östlich des Rheins sehen wir dann quasi das Spiegelbild der Bergketten im Westen, nämlich zum einen mal den Schwarzwald und etwas nördlich davon dann den Odenwald. Auf der folgenden Grafik sehen Sie nun die Entstehung des Oberrheingrabens. Anfangs gab es verschiedene übereinander gelagerte Gesteinsschichten. Wir hatten Jura, Keuper und auch Muschelkalk, aber auch Buntsandstein, Rotliegendes und Granit. Danach dehnte sich das Gebiet nach Westen und nach Osten hinaus. Und dadurch entstand dann vor ca. 40 Millionen Jahren ein Graben von 2000 bis 5000 Meter Tiefe. Später hoben sich die Grabenränder etwas an, die dann in den nächsten Jahrmillionen Jahren wieder erodierten. Der Oberrheingraben ist also eine etwa 300 Kilometer lange und bis zu 40 Kilometer breite Senke zwischen Basel und Frankfurt am Main. Dieser Graben verdankt seine Entstehung einer tektonischen Störungszone in der Erdkruste. Entlang dieser Schwachstelle gab es dann eben vor ca. 40 Millionen Jahren diesen geologischen Grabenbruch. Gleichzeitig hoben sich die Ränder des Grabens an. Und diese Ränder kennen wir heute eben als Vogesen, als Pfälzerwald und als Schwarzwald. Geröll und Gestein rutschten durch Erosion immer wieder in den Rheingraben nach, wodurch sich eine dicke Sedimentschicht bildete. Wieder einige Millionen Jahre später wurde dies dann das Flussbett von Väterchen Rhein. Bis heute dehnt und bewegt sich die Erdkruste im Bereich des Oberrheingrabens. Und auch der Graben selber senkt sich immer noch weiter. Das ist ungefähr 1 Millimeter pro Jahr. Ich möchte hier nur noch sagen, es klingt nicht viel, aber ich möchte nur daran erinnern, wir reden nicht in einem Zeitraum von Jahren oder von Dekaden, sondern wirklich von Jahrmillionen. Und da kommt dann doch schon einiges zusammen. Ja, und so baut sich im Gestein immer mal wieder Spannungen auf, die durch kleinere Erdbeben dann entladen werden.
Wir konzentrieren uns heute ganz bewusst auf die westliche Seite des Rheingrabens. Wir werden immer einen Wein aus dem Elsass und einen Wein aus der Pfalz gegeneinander verkosten. Dabei habe ich darauf geachtet, Weine auszusuchen, die über eine ähnliche Bodenstruktur verfügen. Und somit kommen wir zu unserem ersten Pärchen. Doch zuerst noch einige Eckdaten zu den beiden Weingütern. Die Domaine Barmes-Bücher wurde 1985 in Wettholzheim in der Nähe von Colmar gegründet. Beide Familien der Eheleute Barmes können auf eine lange Weinbaugeschichte bis in das 17. Jahrhundert zurückblicken. Sie waren schon immer daran interessiert, nachhaltigen Weinbau zu betreiben. Und so sind die 15 Hektar der Domaine bereits seit 2001 zertifiziert für die Biodynamie. Inzwischen sind die Geschwister Sophie und Maxime voll im Betrieb integriert und führen die Arbeit der Eltern mit großem Können fort. Ihr Ziel ist immer der respektvolle Umgang mit der Natur. Und so produzieren sie Lagenweine von exzeptioneller Qualität. Philipp Kuhn war gerade einmal 20 Jahre jung, als er die volle Verantwortung für den elterlichen Betrieb übernahm. 1992 kelterte er seinen ersten Wein und kann so auf fast 30 Jahre unter seiner Ägide zurückblicken. Mit seinem unbedingten Qualitätsstreben hat er maßgeblich zu der Entwicklung des Pfälzerweins, aber auch zum deutschen Wein beigetragen. Das Weingut selbst verfügt über sehr viele Toplagen in der Nordpfalz und dieser Lagencharakter kommt wirklich in jedem Wein unheimlich schön zur Geltung. So, nun aber endlich zu den Weinen. Wir haben für unseren ersten Vergleich zum einen mal den 2017er Riesling Grand Cru Hengst von der Domaine Barmes Bücher. Den schenke ich in das rechte Glas ein. Und im linken Glas haben wir auch den 2017er, den Riesling Kirschgarten, ein großes Gewächs von dem Weingut Philipp Kuhn. Vom Preispunkt her sind wir beim Philipp Kuhn bei 24,90 und der Riesling Hengst ist bei 33,90. Wir starten mit zwei Weinen, deren grundsätzlicher Bodentypus Kalkstein ist. Beim Riesling Hengst ist es eben der Kalkstein mit ganz kleinem Anteil Mergel mit dabei, aber man findet hier im Weinberg, der nach Süden hin ausgerichtet ist, doch teilweise sehr viel von diesem versteinerten Meeresgetier. Die Lage Kirschgarten liegt auch direkt auf einem Kalksottel. Das ist die Abbruchkante zum Rheingraben und obendrauf haben wir eine ganz dünne Lössaufschicht. Die Lage hier selber ist auch nach Süd-Südost ausgerichtet. Beide Weine sind trocken ausgebaut, sind auf einem Grand Cru oder großen Gewächsniveau und sind spontan vergoren. So. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann. Von der Farbe sind die Weine fast gleich. Der Pfälzer wirkt etwas hochfarbiger, etwas dunkler jetzt von der Farbe her, aber trotzdem auch sehr strahlend, fast Gold. Und auch in dem Elsässer Riesling haben wir eher so etwas brillantere Flecke bei doch einer etwas dunkleren strohgelben Farbe. Bei dem Hengst ist noch dazu zu sagen, diese Weinlage liegt mittig am Hang. Wir haben Rebstöcke, die um die 40 Jahre alt sind. Und der Wein wird nach der manuellen Lese auf der Feinhefe ausgebaut und liegt eben zum Teil im Stahltank und zum Teil aber in den etwas größeren gebrauchten Holzfässern. Beim Kirschgarten dagegen erfolgt der Ausbau rein im Stahltank, also etwas frischere Aromen werden da durchkommen später. Und auch hier bleibt der Wein bis kurz vor der Abfüllung mit der Feinhefe in Kontakt. Dann kommen wir zu der Verkostung. Ja, ist unheimlich schön. Ich fange mal mit dem Hengst an. Ich habe eher leicht rauchige Aromen, auch die Mineralität kommt schon sehr gut durch mit so einer leicht staubigen, trotzdem präzisen Mineralität. Und ich habe
eher reife Aromen von reifen Orangen, auch reife Quitte spielt mit rein. Und ja, eine leichte Rauchigkeit, ganz dezente Honigaromatik ist auch mit dabei. Eine super präzise Attacke am Gaumen. Er kommt schon kraftvoll durch. Er hat eine ganz präzise, fast schneidige Säure. Das Ganze ist abgepuffert durch eine fast salzige, sehr präzise Mineralität. Und auch hier wieder die Zitrusaromen, jetzt mehr im Bereich, dass wir Noten haben von Limette und auch grüner, frischer, knackiger Apfel ist dabei. Leichte Kräuter im Abgang, was eher in so eine Richtung von Thymian spielt. Ja, und trotzdem hinten raus durch den teilweisen Ausbau im Holzfass doch so einen ganz kleinen cremigen Touch mit dabei. Ein super schön strukturierter Wein, finde ich, mit einem Wahnsinnsalterungspotenzial. Und auch eine Würze mit dabei, also der bleibt richtig lange bestehen. Der Kirschgarten jetzt dagegen im Vergleich ist von der Nase, finde ich, etwas jugendlicher fast. Wir haben hier in der Nase nicht so sehr diese leichten Orangennoten, sondern etwas mehr, was in Richtung Kumquat geht. Auch Limette, so ein bisschen fast kandierte Limettenzeste. Und so einen ganz saftigen grünen Apfel, finde ich. Und aber auch hier so diese leicht staubige, kalkige Mineralität schon in der Nase. Ja, im Gaumen kommen dann eher Noten durch wie Melone, etwas Ananas, auch Litschi. Und trotzdem hat er auch eine ganz schöne, präzise, fast so eine florettähnliche Säure mit dabei. Eine fast salzige Mineralität, die dem Wein eine sehr schöne Länge verleiht. Und auch einen sehr guten Trinkfluss, eine gute Dichte. Also es ist unheimlich lebendig, druckvoll. Und auch hier denke ich, das ist was, was unheimlich schön altern kann mit einem Wahnsinnspotenzial. Schön, ja, wirkt fast etwas spartanisch im Mund, aber ich denke, das sind wirklich auch noch einige Jahre, die beide Weine aushalten können. Hier sehen wir die Lage Kirschgarten in Laumersheim in der Nordpfalz. Mein Fazit zu dem ersten Paar. Beide Weine sind sehr kraftvoll und sehr von dieser doch kalkigen, fast salzigen Mineralität geprägt, die beiden Weine unheimlich schöne Länge mitgibt. Wir haben eher etwas gelbfruchtige Aromen beim Hengst, reife, bisschen grüne Aromen in der Nase beim Kirschgarten, am Gaumen dann auch eher diesen gelbfruchtigen Touch von der Melone, von der Ananas. Im Vergleich heute, weil wir sagen, wir vergleichen die Pfalz mit dem Elsass, wirkt mir der Hengst schon etwas kräftiger, etwas opulenter vielleicht, was aber durchaus auch dem Ausbau teilweise in dem großen Holzfass geschuldet ist, gegenüber eben dem Kirschgarten, wo wir eben einen reinen Ausbau im Stahltank haben. So, dann kommen wir nun zu unserem zweiten Vergleich. Das sind die beiden hier. Wir haben auch beide wieder aus dem Jahre 2017, zum einen mal von der Domaine Barmes Bücher den Steingrubler und wir haben von Philipp Kuhn den Schwarzen Herrgott Riesling Großes Gewächs. Hier haben wir eine Bodenprobe des Steingrublers. Man sieht sehr gut den sehr tonhaltigen Kalkstein mit etwas Graniteinflüssen. So, die Lage Steingrubler ist ausgerichtet nach Ost, Südost. Ausgebaut wird hier rein im Stahltank für circa 16 Monate auf der Feinhefe. Die Lage bringt normalerweise eher etwas rundere Weine hervor, trotzdem immer noch mit diesem stahligen, salzigen Gerüst von der Mineralität.
Aber wir verkosten jetzt erstmal. Auch wieder ein sehr schönes, ja, dunkles Goldgelb. Leicht silberne Reflexe sehe ich drin. Also die Farbe macht schon wirklich Appetit. In der Nase wirkt er schon etwas satter als eben das erste Pärchen, weil wir eben einen leicht satteren Boden auch haben. Eher gelbfruchtig von der Nase her. Wir haben leichte Noten wieder von Orange, auch von Quitte, von Gelb und Pfirsich spielt mit rein. Auch leichte Mangoaromen und trotzdem auch, ja, leicht rauchige Aromen und etwas Kamillenblüte. Ein Wein mit einer unheimlich schönen Struktur, sehr gut ausgewogen. Das Erste, was man wahrnimmt, ist wirklich auch hier wieder eine ganz präzise, lineare, griffige Säure. Ich habe trotzdem auch diese leichten, rauchigen Komponenten mit dabei. Und er wird jetzt am Gaumen etwas heller von den Aromen. Ich habe leicht kandierte Limetten, auch diesen reifen, grünen Apfel. Ein bisschen die Noten auch von weißer Pampelmuse und eher frische Kräuter wie Thymian, die mit reinspielen. Dazu auch diese leicht kalkige, leicht salzige Mineralität, aber wie gesagt etwas abgepuffert, etwas getragener. Ja, und wirklich eine schöne Länge mit dabei. So, ich schenke mir jetzt gerade mal einen Schluck zum Vergleich vom Schwarzen Herrgott ein. Die Lage Schwarzer Herrgott ist die nördlichste große Gewächslage der Pfalz. Und hier haben wir eben vom Boden her immer noch direkt die Abbruchkante vom Rheingraben. Das heißt, wir haben diesen Kalksteinsockel, aber darauf jetzt nicht wie beim Kirschgarten den Löss, sondern hier schon eine etwas dickere, lehmige, schwere Bodenschicht. Das ist eine Lage, dadurch, dass es wirklich die nördlichste Lage ist in der Pfalz oder die nördlichste Lage für große Gewächse, ist sie auch etwas kühler. Und die Lese findet hier meistens erst Ende Oktober, manchmal sogar erst im November statt. Wir haben wie immer auch eine manuelle Lese und der Ausbau ist vielleicht etwas ungewöhnlicher jetzt. Der Großteil erfolgt im Stahltank. Aber es wird zum Teil dann auch gebrauchtes Barriquefass benutzt, einfach nur fürs Finish, um ein bisschen eine andere Komponente mit reinzubekommen. In der Nase merkt man dann auch schon, er wirkt im Vergleich jetzt zu dem Wein von Barmes Bücher, zum Steingrobler, wirkt er schon etwas opulenter, was durchaus etwas dem Barriquefass geschuldet ist. Er wirkt reifer, aber auch hier haben wir so diese leicht kandierten Aromen von kandierter Limette, auch ja wieder diese Orangenrichtung mit drin, eher so diese, ja, diese grüne Birne, grüner Apfel kann ich wieder wahrnehmen, aber sehr reif, und aber trotzdem nicht überreif. Wir haben immer eine sehr schöne Frische drin und weißer Pfirsich und auch Aromen hier wieder, die mehr in diese leicht kräutrige, in diese frische Kräuterrichtung reingehen, wie Melisse, wie Thymian. Sehr schön. Also den Eindruck, den ich in der Nase hatte, setzt sich sehr schön am Gaumen fort. Ich habe zum einen mal diese frische, zitrische Komponente, die aber etwas kandiert, etwas, sage ich mal, etwas abgefederter, etwas milder erscheint. Und dann wieder diese frischen Wiesenkräuter, etwas Koriander fast, auch eine leicht rauchige Struktur. Und auch hier jetzt am Gaumen, finde ich, sieht man diesen Zug der Mineralität unheimlich schön. Man hat diesen fast salzigen Kalkstein wieder. Das Holz integriert sich super gut.
Es gibt einfach nur so diesen leicht schmelzigen Abgang hinten raus, stört überhaupt nicht, gibt etwas mehr Körper dazu und trotzdem darf der Wein sein, was er sein will, nämlich so ein etwas mineralisches, kräftigeres, wuchtigeres Paket, aber trotzdem immer mit einer sehr schönen Finesse und Langlebigkeit. Mein Fazit für dieses zweite Pärchen jetzt ist, beide Weine sind immer noch unheimlich klar und deutlich von dieser kalkigen Mineralität geprägt, von diesem fast salzigen Charakter, auch eine gewisse Rauchigkeit, die sie mit sich bringen. Trotzdem kommen die etwas satteren Bodentypen, hier eben eher diese leicht tonigen Geschichten, hier eher der Lehm, schon deutlich zum Tragen, was die Weine im Gegensatz zum ersten Paar etwas runder, etwas weicher und fülliger auch macht. Im Vergleich jetzt von den beiden Weinen würde ich sagen, dass der Steingrubler etwas filigraner daherkommt, etwas eleganter ist und dass wir beim Schwarzen Herrgott wirklich auch etwas mehr Kraft haben. Wie gesagt, das ist zum Teil schon auch geschuldet, dass er eben zum Teil im Barrique-Fass lag. Aber ich denke, es ist in beiden Weinen sehr, sehr gut gelungen. Also gefällt mir wirklich außergewöhnlich gut. So, und bevor ich es jetzt vergesse, bevor ich die zurückstelle, wir sind beim Steingrubler, wären wir bei 25,90 und beim Schwarzen Herrgott bei 31 Euro. Hier sehen wir, welcher Boden sich unter den Reben der nächsten Lage verbirgt. Schwerer Ton mit einigen Kalkeinschlüssen. Leimen ist ein altes Elsässer Wort für Ton oder Lehm. Hier ist also wirklich der Name dann Programm. Der Boden der Lage Saumagen setzt sich ebenfalls aus Lehm und Ton zusammen, immer hier auch noch mit der Unterlage von Kalk. Dieser rot-weiße Boden wird auch Terra Fusca genannt. Und damit kommen wir zu unserem dritten Pärchen. So. Wir haben zum einen mal, wir wechseln hier nun den Jahrgang, es ist beides mal 2018, nachher gehen wir wieder auf 2017 über. Und wir haben von der Domaine Barmes Bücher den 2018er Leimental und von Philipp Kuhn den 2018er Saumagen. Auch ein sehr netter Name. Der Saumagen ist als großes Gewächs klassifiziert. Beim Leimental, das ist ein sogenanntes Lieu-dit. Das ist eine exzeptionelle Einzellage, die jedoch keinen Grand Cru-Status hat. Sie ist aber so charakterstark, dass sie eigentlich immer als Einzellagenwein auch abgefüllt wird. Wir haben jetzt vorher auf den beiden Bildern gesehen, dass wir vom Boden etwas schwerer werden und uns eher in die Richtung begeben, dass wir Ton, Lehm in Verbindung mit Kalk verkosten werden. Bei dem Leimental haben wir jetzt Reben, die an die 40 Jahre alt sind und in einer Exposition liegen, die rein nach Osten hinblickt. Hier ist, wie eigentlich bei vielen Weinen der Domaine Barmes Bücher, dass wir eine manuelle Lese haben, dann erfolgt die Vergärung mit Spontanhefen und danach reift der Wein eben einige Monate auf der Feinhefe und hier beim Leimental sind das 11 Monate. Ich nehme jetzt hier schon auch reife, rassige Aromen wahr. Es geht mehr in die Richtung von Grapefruit, rosa Grapefruit, aber auch fast so etwas wie eine rote Apfelschale. Williamsbirne und Nektarine spielt mit rein. Und eine leicht steinige Mineralität, also er wirkt sehr präzise, etwas kantiger jetzt in der Nase. Etwas würziger. Ich bin gespannt, wie er sich dann am Gaumen präsentiert. Sehr schön, er ist unheimlich rassig. Er hat wieder dieses leicht rauchige, dieses steinige Element mit dabei. Und die Frucht spiegelt am Gaumen sehr gut wider, was ich auch in der Nase hatte, dass wir eher im gelbfruchtigen Bereich sind. Aber es kommen leichte exotische Noten mit dazu. Ich habe auch Ananas, etwas Melone spielt mit rein.
Und auch doch wieder so eine leicht kräutrige Komponente im Sinne von Melisse, auch etwas Thymian. Ja, Aprikose. Und er hat, obwohl er eine ganz präzise, schöne, präsente Säure auch hat und auch eine rassige Mineralität, wirkt er vom Körper schon etwas weicher, etwas runder als die beiden Paarungen, die wir jetzt davor verkostet hatten. So, dann gehen wir auf den Saumagen. Eine Lage, die liegt in Kallstadt. Und wie der Leimental wird er eben mit Spontanhefen vergoren und reift danach noch einige Zeit auf der Feinhefe. Und das alles findet jetzt hier rein im Stahltank statt. Es ist ebenfalls eine Lage, die nach Osten ausgerichtet ist, in einem Teil vom Pfälzerwald, der hier auch Hart genannt wird. Also es ist etwas nördlicher auch angesiedelt. Und in der Nase schon habe ich ja eine sehr gelbfleischige, sehr saftige, sehr, sehr volle Nase. Aprikose nehme ich wahr. Auch eher sowas wie Blutorange. Weinbergspfirsich und Mango kommt durch. Und doch auch so diese leichte, frische, obere Note, die eben wieder in diese leicht kräuterige Richtung wie Melisse reinspielt. Sehr schön. Ein Wein, der unheimlich saftig ist. Er ist dicht und kraftvoll. Er hat einen unheimlich schönen Schmelz. Wir haben die Säure, die das alles bis zum langen Abgang trägt. Und trotzdem auch wieder diese leicht reife, exotische Aromatik. Wir haben Mango, wir haben Melone. Es wird aber niemals überreif, sondern es wird auch alles gestützt von dieser leichten, kräutrigen Komponente, diese leichte Rauchigkeit, die wir am Gaumen eben auch haben, dazu. Also wir haben schon diesen bisschen kräftigeren Boden, aber so unterschwellig zieht sich immer noch diese leicht kalkige Mineralität eben mit durch. Beide Weine präsentieren sehr gut, von welchem Boden sie kommen. Beides Mal ist der Ton, respektive der Ton- und der Lehmanteil dafür zuständig, dass wir eher etwas reifere, rundere, satte Charaktere im Riesling bekommen. Beiden ist aber eigen, dass wir diese fast stringente, treibende Mineralität als Rückgrat haben. Es ist auch noch schön, dass beide Weine eben im Inox-Stahltank ausgebaut sind und durch dieses eher neutrale Gebinde lässt man dem Boden wirklich genug Platz, um mit seiner Power und auch mit seiner Kraft auch zu glänzen. Der Preis beim Leimental wäre bei 18,90 Euro und bei dem Kallstädter Saumagen liegen wir bei 33 Euro. Bevor wir nun mit unserer Verkostung fortfahren, möchte ich Ihnen noch das dritte Weingut vorstellen, das wir heute verkosten werden. Und zwar ist das Weingut Ökonomierat Rebholz. Das Weingut befindet sich in Siebeldingen und die Familie besteht heute aus Hans-Jörg, Brigitte und ihren Kindern Helene, Valentin und Hans. Sie können ihre Rebwurzeln bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen, doch der entscheidende Wandel kam dann vor etwa 3 bis 4 Generationen. Ökonomierat Eduard Rebholz nahm entschieden Anstoß an der Stilistik der Weine der Nachkriegszeit. Und so setzte er dem damals leicht süßlichen Trend seine Naturweine entgegen. Trocken durchgegorene Weine, die naturnah ausgebaut waren. Eine Philosophie, der die Familie Rebholz heute immer noch folgt. Und so können sie durchaus als Pioniere im biodynamischen Weinbau gesehen werden. Sie sehen hier die berühmte Lage Kastanienbusch, von dem wir später auch noch ein Muster im Glas haben werden. Und somit kommen wir zu unserem vierten Vergleich. So, wir haben einmal hier den 2017er Rosenberg von der Domain Barmes Bücher.
Und wir vergleichen den eben mit dem 2017er von der Lage Ganshorn von Ökonomierat Rebholz. Der Elsässer Riesling kommt für 16,60 Euro auf den Markt. Bei dem Pfälzer Riesling sind wir bei 39,90 €. Und nun zeige ich Ihnen aber erst noch ein Bild vom Rosenberg. Der Boden der Lage Rosenberg besteht zum großen Teil aus leicht rötlichem Sandstein. Wie bei den anderen Weinen auch, kann sich die Familie Barmes-Bücher hier bei dem Rosenberg über sehr alte Rebbestände von ca. 40 Jahren freuen. Die Lage ist auf Halbhöhenlage und ist nach Osten und sogar etwas nach Norden ausgerichtet. Und wie bei Ihnen üblich erfolgt eben die Vergärung mit indigenen Hefen. Und danach folgt noch ein etwas längerer Ausbau auf der Feinhefe, hier etwa für 11 Monate. Genau, wir haben ja gesagt, wir haben hier Sandstein vom Boden her. Der Wein riecht auch schon, man hat etwas Blütenaromen, auch Rauch und eher wieder Aromen, die in die Richtung von Pampelmuse und Grapefruit reinspielen. Herbe Aromen kommen mit durch, von Estragon. Ja, und fast auch so was Speckiges, aber in einer angenehmen Art. Und ich bin mal gespannt, wie er sich dann am Gaumen präsentiert. Sehr schön. Ein Wein, der rund ist und kraftvoll, aber trotzdem mit so einer ganz zarten Eleganz spielt. Am Gaumen habe ich jetzt eher die Aromen, die in Richtung Aprikose gehen, auch ganz zarte Blütenaromen, eher was wie Kamilleblüte, Orangenblüte, spielt mit rein und doch eine fast griffige Textur. Auf der Zunge selber auch, die einen sehr, sehr guten Zug verleiht, eine sehr schöne Länge. Und man merkt hier auch, also der Wein ist teils im Stahltank ausgebaut und teils eben in den etwas größeren Holzfudern wieder, was die Säure etwas geschmeidiger macht. Es passt unheimlich gut zu dem Wein dazu. Trotzdem hat er diesen Drive, diese Länge und ja, fast so etwas Kantiges und ist eben geführt von diesen leichten Blütenaromen. Ja, bei diesem ganzen runden Charakter, finde ich, hat er immer auch eine sehr schöne verspielte Eleganz. Das wäre eigentlich so für mich die Hauptcharakteristika von diesem Wein. Die Lagen des Ganshorn wurden alle im Jahre 1971 mit der Flurbereinigung in die Lage im Sonnenschein integriert. Neben Buntsandstein findet sich hier vermehrt Schotter. Und seit 2007 füllt die Familie Rebholz eben die besten Trauben, die besten Weine dieser Lage wieder als Ganshorn ab. Die Lage Ganshorn ist ganz nach Süden hin ausgerichtet, was eher eine Seltenheit darstellt, da natürlich aufgrund der Lage des Pfälzerwalds die meisten Weinberge eher nach Osten schauen. Nach einer manuellen Lese hier erfolgt eine etwas längere Maischestandzeit und da möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz die Farbe zeigen. Sie sehen, die Farbe ist etwas dunkler, wenn ich das jetzt vergleiche. Ich stelle das mal dagegen und hoffe, dass man das erkennen kann. Wir schenken hier noch etwas nach. Ein ganz kleinen Hint heller. Denke ich, ist der Elsässer Wein als der Ganshorn. Der Ganshorn geht etwas mehr in diese leicht goldene Richtung rein, weil wir eben hier, wie gesagt, eine Maischestandzeit von bis zu 24 Stunden haben, was schon relativ lang ist, was aber natürlich dem Wein dienlich ist, weil ganz viel Aromen auch extrahiert werden. Danach reift der Wein rein im Stahl und verbleibt auch eben in Kontakt mit den Feinhefen ungefähr 5 Monate, bevor er dann auf die Flasche kommt. Ja, und wir haben in der Nase eher puristische Aromen. Ich nehme jetzt hier Noten wahr von Mandarine, etwas Ingwer.
ja, Zitrus, reife Zitrusaromen. Und dazu auch so eine leichte salzige Mineralität, aber es ist schon eher überdeckt von diesen bisschen satteren, reifen Fruchtaromen. Ein Wein, der auch eine unglaubliche schöne Länge hat. Er ist salzig, er ist frisch, er hat etwas diese Komponente vom Schotter, dass er diese leichte, kantige Art hat. Ansonsten haben wir eher Aromen, die eben in diese zitrische Richtung reinspielen, mit Limette wieder etwas, auch durchaus wieder diese Mandarine, grüne Äpfel. Und dann aber auch, was ich sehr schön finde, wieder dieses feine, verspielte, diese Blütenaromen von Apfelblüten, Orangenblüten finden wir, auch etwas Estragon. Ja, diese ganzen schönen, zarten, sehr eleganten Aromen. Dabei sind beide Weine, sind unglaublich lang von ihrer Mineralität her. Sie sind aber nie so kantig, sind vielleicht nie so staubig, wie wir es jetzt von den Kalklagen her kennen. Und was für mich beide Weine jetzt auszeigt, ich persönlich würde mich wahrscheinlich eher schwer tun, da jetzt in einem Blind Tasting zu sagen, was ist der Elsässer, was ist der Pfälzer Riesling, weil ich finde, dass beide, dadurch, dass die eben auch eher vom Ausbau zurückhaltend ausgebaut wurden, vinifiziert wurden, strahlt der Boden. Man findet beides mal diese Eleganz, dieses leichte Blütenaroma, was ganz oft beim Sandstein eben vorkommt. Eine sehr präsente Mineralität, die aber nie scharf, nie kantig ist. Ja, sehr schön. Also für mich absolut vergleichbare Weine. Im direkten Vergleich würde ich sagen, dass der Ganzhorn vielleicht eine Kleinigkeit puristischer wirkt aufgrund des Schotteranteils, den wir hier noch im Boden haben. So, kommen wir nun zu unserem letzten Flight. Und hier wird es steinig im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben zum einen mal Granit vom Boden her bei dem Clos Sand. Und bei der Lage Kastanienbusch finden wir das Rotliegende, ein Aggregat aus rotem Schiefer und eben Granit. Das heißt, wir dürfen jetzt beides mal eine relativ präsente und massive Mineralität erwarten. Der 2016er Clos Sand von Barmes Bücher kommt für 19,60 Euro auf den Markt. Und der Kastanienbusch vom Ökonomierat Rebholz, der wäre bei 47,40 Euro. Hier sehen wir die Böden der beiden Lagen. Einmal der Clos Sand, der lustigerweise auf Granit gebaut ist. Und zum anderen das Rotliegende, der Boden vom Kastanienbusch, wo wir eben roten Schiefer und roten Granit vorfinden. Wie man sieht, ist das auch immer ein sehr schönes, wärmendes Plätzchen für allerlei Getier. So, ich schenke mir mal beide Weine ein. Bei dem Clos Sand haben wir eine Lage, die auf einer Steigung wächst von 50 Grad, also ist relativ steil und dabei auf einer Höhe liegt von ungefähr 350 Metern, also auch eher eine kühle Lage. Bei der Lage Kastanienbusch sind wir ebenfalls auf einer Höhe von rund 320 Metern und somit ist dies die höchste Lage in der Pfalz, die wir für große Gewächse vorgesehen haben. Eben auch etwas kühler. Und also wir haben hier viele Parameter, die man sehr gut vergleichen kann. Zum einen mal die Böden und zum beiden anderen natürlich auch diese etwas höhere, kühlere Lage. Ja, wie sonst auch immer in der ganzen Verkostung bisher, die Lese erfolgt immer manuell. Und danach haben wir eben einen etwas längeren Kontakt auf der Feinhefe bei dem Kastanienbusch. Kommt auch wieder dazu, wie bei dem Ganzhorn, den wir vorher verkostet haben, dass wir eine etwas längere Maische-Standzeit haben, was die Extraktion begünstigt und die Farbe etwas dunkler macht. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Das wäre der Kastanienbusch. Wenn ich das so mache, etwas dunkler. Und da